Recht herzlich willkommen zur 49. Folge von Avorion. Ja, ich bin durch den Sektor geflogen, bin glaube noch ein weiter geflogen und schon hier. Und ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich schon hier was gemacht habe. Irgendwie fehlt mir das Tor. Oder ist es das da? Ne, das ist ein Schatten vom Planeten. Cool gemacht. Dann habe ich vielleicht hier sogar schon was abgebaut. Ne, irgendwie ist es das nicht. Ich sehe das Tor auf jeden Fall nicht. Und wir haben aber hier auch nur ein Tor. Also ist es das. Dann habe ich hier schon was gemacht, wahrscheinlich. Das ist das Nordwesttor. Nee, es geht hier weiter. Dann ist irgendwo. Doch, ich werde irgendwas schon getan haben hier. Vielleicht habe ich schon ein bisschen Material abgebaut. Ich glaube schon. Das war das, glaube. Ja. Wir gehen mal ins Baumenü, ne? Achso, da erst raus, dann da rein und dann sehen wir 1637. Ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte sein, dass ich schon was abgebaut hatte. So, das ist ein Reparaturdock. Was machen die so? Also, was die machen, wissen wir mal. Was haben die vielleicht auf dem schwarzen Brett stehen? Ressourcenknappheit, Metallplatten 33 möchten die haben. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir haben irgendwas im Tank, meine ich, ne, oder? So, hier ist das nicht das Richtige. P ist das Richtige, nicht I. Da wäre es das, wenn, ne? Sauerstoff haben wir da drin, okay. 150. Vielleicht bin ich hier schon doch schon irgendwo hingeflogen und hatte schon was gemacht, denke ich. Hier hab ich bestimmt schon was Grünes abgebaut. Das war das bestimmt. So. Aber weitere Dinge sehe ich jetzt hier nicht. Das war das Nordwesttor und ich glaube, da fliegen wir jetzt auch mal hin und schauen, dass wir da was weiteres hinkriegen. Links ist noch ein bisschen. Ja, das sieht man von dieser Seite schlecht wegen der Sonne im Hintergrund. Dann sollten wir vielleicht einmal gleich schauen, ob wir da einmal einen Blick durch diesen Asteroidengürtel werfen oder was es auch immer ist. Das ist nix. Das sind mehrere, genau. Dann ist da auch keiner zum Abbauen dabei. Also wieder zum Nordwesttor. Und da weiter fliegen. Wer ist das? Eine Fregatte. Die fliegen auch durchs Tor? Nein, nein. Fliegen wir unterher, die sind vielleicht gerade durchgekommen oder so. So, hier ist wieder gefährliches Gebiet. Es ist schon wieder rot. Und da geht es nach da weiter dann. Ach so, wir können noch gerade schauen. Hier sehen wir ja, was es hier gibt. Fleischfabrik, Ressourcendepot, Waffenfabrik. Waffenfabrik, Militärstation, Zinkmine, Reparaturdock und Ausrüstungsdock. Das Ausrüstungsdock, das ist auf jeden Fall schön zu wissen. Da ist ein Biotop. Glaskolben, Kollektoren, dann da auch, wa? Und eine Fleischfabrik. Reparaturdock. Das ist die Waffenfabrik, genau. Muss mal gerade reinschauen. Die bietet bestimmt Waffe an. Ah, die kann ich da selber bauen. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Also kann man auch machen, klar. Aber jetzt nicht unbedingt der Bedarf dafür da. Prozessorfabrik, Tor, Reparaturlok, ne, Schiffswerft. Guck mal hier vom Tor erstmal ein bisschen weg. Dann fliege ich mal den Weg über diesen Asteroidenhaufen. Da sehe ich schon mal auf jeden Fall was Grünes. Das wäre also interessanter. Und ist hier irgendwo ein Asteroid bei, wo ich sagen würde, jo, den will ich claimen. Sieht nicht so aus. Die sehen alle standardmäßig aus. So, Entfernung auf passendes Maß bringen und dann können wir das gleich abbauen. War das der Zweier oder der Dreier? Ich weiß es nicht mehr. Das war der Zweier wohl.
Dann bauen wir den auch schnell ab. Und da ist schon ein dicker Brocken raus. Das andere geht wahrscheinlich schneller außenrum. Das war wohl auch noch ein größeres Teil. Okay. Ja, dauert, ne? Aber dafür gibt es reichlich davon, oder? Wir haben gerade 30 eingesammelt. Also der neue Titanenabbauer, der holt da mehr Ressourcen schon mal raus. Das ist definitiv klar. Die Waffenfabrik, die kann ja solche Dinge auch bauen, oder? Vielleicht sollten wir da jetzt hin, weil wir jetzt auch eine Unit haben, ne? So, mal schauen. Okay, das ist wohl ein größerer Brocken, den wir gerade abbauen. Wieder kleiner. Den haben wir auch gleich. Ah, hier ist ein dicker Brocken, ne? Der dauert verdammt lange. Ich weiß nicht, ob da zwei geteilt neu ist oder einer. Ich glaube, der ist nochmal zwei geteilt. Hälfte haben wir davon schon. Dafür haben wir natürlich auch 566 jetzt da abgekriegt, ne? Ja, komm schon. Das letzte Stück auch noch gerade weg. Nehmen wir erst die Spitzen hier unten weg. Das ist auch dicker. Ja, der sieht so klein aus. Der ist gar nicht so klein. Das ist schon ein größerer Asteroid, ne? Unser Schiff ist gewachsen. Notruf von einer unbekannten Quelle. Ja, aber ich glaube, in diesen Bereichen brauche ich keinen Notruf annehmen. Ich würde es gerne machen, ja, aber so wie ich gerade ausgerüstet bin, brauche ich also nichts machen. Da kann ich keinem helfen. Der Notruf wäre in der nächsten Sekunde von mir dann auch abzusetzen, weil ich stark unterlegen bin. Man sieht es oben an dem roten Dreieck, das sagt uns das, ne? Ich glaube noch dreimal oder sowas, dann haben wir das. Vielleicht auch vier. Vier sind es, glaube ich. Ja, komm schon. Oh nee, das sind noch mehr Brocken. Ja, das sind so Sachen, die macht man ein bisschen zwischen den Folgen, ne? Material abbauen. Wäre auch interessant zu wissen, wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehe, wieder reingehe, ist der dann noch so oder ist der weg oder ist der wieder voll? Eigentlich sollte das ja auf dem Server gespeichert sein und dann nicht voll sein, ne? Und noch da vor allem. Aber die Piraten zum Beispiel sind temporär wohl gespeichert, nur. Also auf jeden Fall, letztes Mal waren sie da und... Ach nee, stopp mal, die sind nicht temporär gespeichert. Die sind im Endeffekt am Weiterlaufen, auch wenn man nicht drauf ist. So läuft das, ne, oder? Aber das ist ja ein lokaler Server, den halte ich ja eigentlich auch an. Ja, das ist ja in dem Spiel so, wenn man... Das Spiel startet, wird auch gleichzeitig, also wenn man auch lokal spielt, wird auch ein lokaler Server gestartet. Jo, so, da könnte man sich dann auch, können sich dann auch andere einloggen im Endeffekt auf den lokalen Server. Muss man halt nur die IP-Adresse denen mitteilen und einen passenden Port, dann geht das. So, ist das unser Westtor? Ich wollte das Nordwesttor ja haben. Ne, wir wollten erstmal hier noch ein bisschen was gucken. Reparaturdock. Da ist eine Abbaustation. Zinkmine, sehr interessant. Wenn,
will ich erstmal. Was ist denn das für ein Material? Titan, okay. Ja, ist ja auch weiß. Ausrüstungsdock. Crew, Güter, Schwarz, Ausrüstung handeln. Da können wir schon wieder Klamotten vielleicht verkaufen. Oder haben wir Raumjäger, Geschütztürme. Doppelter Abwrackgeschützturm. Ne, den brauchen wir jetzt nicht. Der wäre aus Nanonit. Ja. Da können wir nix. Ist schon interessant, da ein Ding ins Rekonstruktionsort zu setzen eigentlich, ne? Jetzt hat das. Wo wollten wir? Ach, hier war noch eine Prozessorfabrik. Schiffswerft. Ist noch irgendwo was? Jetzt haben wir einmal die Karte. Ausrüstungsdock, das war ja noch okay. Prozessorfabrik, aber ich weiß nicht, wo es ist. Da oben irgendwo. Ich schon dran her vorbei? Nein. Das ist die Waffenfabrik, die brauche ich nicht. Das ist das Tor, wo ich hergekommen bin, glaube ich, ne? Da ist es, oder? Ne, das ist ein Reparaturdock. Wo ist denn bitte schön das Ausrüstungsdock? Zink. Das Waffen. Fleischfabrik. Da war der Biotop. Glaskolben. Fregatte, das auch, ist klar. Das Kaufmann. Ja. Da unten ist jetzt noch ein Ausrufezeichen. Das war die Schiffswerft. Ressourcendepot. Das war noch Glaskollektoren, ja. Ne, Prozessorfabrik. Er ja, ist halt komisch. Ausrüstungsdock. Aber warte mal, das Ausrüstungsdock hat doch nur diese Karten, oder? Scanner und so. Haben wir auch Geschütztürme. Piraten gehen. Okay, das bedeutet, hier ist jetzt Sabbat für uns. Tor suchen und flüchten. Wo ist Tor? Piraten greifen den Sektor an. Wo ist mein Fluchttor? Was ist das? Da bin ich hergekommen, ne? Da sind die Piraten. Das ist es. Da wollte ich hin. Dann fliegen wir da auch mal schnell hin. Fliegen wir mal ein bisschen so, dann haben wir ein besseres, breiteres Eintritts. Möglichkeit gleich in das Tor, wenn ich es nicht falsch gesehen hätte. So, jetzt dann da rein. Okay, das war nix. Naja, dann fliegen wir so. Die Piraten, die sind da ganz schön am Fuhrwerken da hinten. Aber wir sind halt noch unterwegs und alles ist gut.
Hier ist nur eine Kreuzung, oder wie sehe ich das? Jo. Und ich würde jetzt das Südtor momentan favorisieren. Oh, wo ist es? Da oben? Nein, das haben wir angeklickt. Süd-Südost? Ja, Süd-Südost war es. Dann fliegen wir dahin. Asteroiden gibt es ja hier nicht, denke ich mal. Können wir gerade reingucken hier? Nein, wir sind nur alleine hier. Gucken wir, dass wir da durchkommen. Gut. Dann müsste es oben auch wieder gelb werden, oder? Ein sicherer Sektor. So, hier ist richtig was los. Es ist aber noch rot oben, wie wir sehen. Hier gibt es einiges, was interessant sein könnte. Es geht nicht weiter, nur darunter. Okay, Stahlfabrik. 608 Asteroiden gibt es hier auch. Sehr schön, aber... Ja, ich denke mal, wir fliegen mal hier so in diese Richtung und gucken uns da mal die Asteroiden ein bisschen an. Aber ich denke, da geht's dann erst in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.